Am Freitag startet im Hechinger Freibad wieder das jährliche Sommerkino. Bereits zum 20. Mal wird an insgesamt 12 Abenden jeweils ein anderer Film über die 90 Quadratmeter große Leinwand flimmern. Brandneue Streifen ebenso wie Kultfilme. Los geht's am Freitagabend mit dem Klassiker Pretty Woman mit Richard Gere und Julia Roberts. Am Samstag ist dann Jurassic World zu sehen. Und am Sonntag strahlen die Verantwortlichen den zweiten Teil von Die Kirche bleibt im Dorf aus. Der Eintritt kostet jeweils 8 Euro. Einlass ist ab 20 Uhr, der Film startet dann mit Einbruch der Dunkelheit um 21.15 Uhr. An allen Abenden kann sich das Publikum ab 20 Uhr mit kalten und warmen Snacks und Getränken stärken. Weitere Infos gibt's im Internet.